Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge eines Pokémon Booster Display Openings Zeugs gedönt, Sturm am Firmament. Alter, ich bin gehypt, nachdem es in den letzten beiden Folgen ja schon ganz gut lief. Wollen wir natürlich so weitermachen und jetzt haben wir mal wieder ein Rayquaza-Pack und wir wissen ja, in diesen Packs können ja durchaus ein paar coole Karten sein, wie vielleicht eine Rayquaza GX, Full Art, Rainbow, alles Gold. Nee, aber es wäre schon ganz cool, wenn wir jetzt hier noch eine sehr nice Karte ziehen würden, wenn ich das Aufmachen hinbekommen würde. Das ist echt, ich bin schlecht. Das ist immer noch das Schlimme hier. Ich kann keinen Booster aufmachen. Wie will ich hier professioneller Pokémon TCG-Kartenöffner werden, wenn ich noch nicht mal Booster aufmachen kann? Naja, auf jeden Fall haben wir hier das allererste Pack für diese Folge. Wie immer, das Ganze ist von Card Market gesponsert. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Link findet ihr in der Videobeschreibung ganz oben. Und dann starten wir direkt mal mit einem Notgürtel. Volbeat. Ich finde persönlich, dass Volbeat sehr hässlich ist. Aber ich finde, dieses Artwork ist tatsächlich sweet. Also normalerweise hasse ich Volbeat wirklich so ziemlich, weil es einfach hässlich ist. Aber das ist ein schönes Artwork. Da kann man nichts gegen sagen. Dann ein Junglud, ein Gekarbor. Wieder ein Gekarbor. Aber das super angry Gekarbor. Das ist total wütend. Alter, das Costurso. Wir hatten bisher schon die ein oder andere gute Karte, als so ein Flummel aufgetaucht ist mit dem Costurso im Hintergrund. Also mal gucken. Ein Voltoball. Ein Schneckmark. Reverse ist ein Perle und jetzt ist die Rare ein. Ah, Banette, das ist wohl eine kleine Enttäuschung gewesen, aber ist okay. Wir haben ja noch ein paar Booster vor uns und deswegen ist die Suche nach der wunderbaren Rayquaza Rainbow vielleicht. Eigentlich muss man ja sagen, nee, eigentlich bin ich ja zufrieden mit dem, was ich habe. Mehr brauche ich gar nicht. Also, wenn jetzt noch was Gutes kommt, dann. Dann wäre ich schon sehr glücklich, aber muss natürlich nicht sein. Und dann könnten vielleicht gute Karten kommen. Machst du einen auf den jetzt, ne? Einen auf Ach, also, ne, Hydropi, das ist schon eine gute Karte. Alola Radfratz, das reicht mir eigentlich auch schon. Bummels, wir brauchen doch jetzt keine gute Karte. Geweiher, pf, das ist perfekt. Schneckmark, Alter. Reverse, super Anziehungskraft, das ist doch bestimmt eine super gute Karte. Und die Rare ist ein. Gut, das hat wohl nicht geklappt. Ja, ah, Registeer. Ich glaube, wir müssen wohl bei der alten Taktik bleiben. So funktioniert das anscheinend nicht. Aber ein Versuch war es ja wert, ne? Wenn man verzweifelt ist, dann kann man auch mal zu solchen Mitteln greifen. Aber passt schon. So, wir haben jetzt hier ein Murabel. Leider nur kein Sugimori, aber ist okay. Das gute alte Zubiris, was einfach die Edelsteine aufessen möchte. Ein Kecleon. Dann haben wir einen Voltorbi. Ein Sneebel. Ein Samurzel. Ein Schluppuck. Ich weiß immer noch nicht. Also, zum einen finde ich das Artwork cool, weil es mich an meine Kindheit erinnert. Zum anderen ist das Artwork halt, ja, einfach so eine Tonfigur. Weiß ich nicht. Samurzel, ein Reverse Pokénarf. Und die Rare ist ein Despotar in Holo und tatsächlich ein Reprint. Okay, das ist ziemlich episch. Also, das gehört jetzt schon mittlerweile zu einer meiner Highlights aus diesem Pack. Das gefällt mir richtig. Ja, also, da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Wenn wir jetzt hier noch die ein oder andere coole Holo ziehen, dann bin ich natürlich auch zufrieden. Aber Alter, dieses Despotar, das ist jetzt schon vielleicht sogar das Highlight dieses Parts. Mal schauen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir noch was anderes Cooles ziehen. Aber das Artwork ist cool. Der Holo-Effekt ist cool. Das ist schon ziemlich nice. So, machen wir mal weiter. Wir haben hier eine Energiewiederverwertung. Perfekt. Das will natürlich jeder haben. Schrein der Bestrafung, Alter. Wir werden noch bestraft. Ein Flamly, ein Schuppert, Hydropi, Kindwurm, Alter, der epische Blick nach oben. Ist da vielleicht die GX-Karte oder die Rainbow ganz weit am Himmel? Wer weiß das schon so genau? Ein Flummel. Jetzt sagst du die Safari-Musik. Safari-Musik. Alter, Reverse Rare Flummel. Was ist das denn? Und die Rare ist ein Xerox GX in. Ist das, nee, das ist keine Full Art, aber das ist eine wunderhübsche Karte. Also, ich finde den Sprite oder das Model von Xerox richtig, richtig cool. Gefällt mir. Das ist eine sehr, sehr, sehr nice Karte. Sehr krass. Oh, die Pose ist mega cool. Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer so die Debatte, der Dario hat da ja auch mal ein Video zugemacht. Ja, ist das denn so cool, ne, mit den neuen Artworks, wo dann eben teilweise auch 3D-Models gemacht werden und so weiter, im Vergleich zu den alten. Und ich bin tatsächlich ein Fan von beidem. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wieso man die damaligen ein bisschen besser fand als die heutigen. Aber ich finde auch viele der heutigen ganz cool. Ja, das auf jeden Fall. Also die heutigen sehen auch sehr stark aus. Ich würde sagen, gibt es auf jeden Fall ein paar, die super krass aussehen, aber einige auch ein bisschen D-Platz. Richtig, also es gibt halt Pro und Con so gesehen. Also können ja, das gab's damals halt auch, ne? Also. Richtig, richtig. So, wir haben hier. Alter, dieses Mediti ist super cool. Ich glaube, das könnte auch ein Reprint sein.
Das ist auf jeden Fall. Ja, nee, wahrscheinlich dann nicht. Ja, ist auf jeden Fall cool. Kann man nichts anderes dagegen sagen. Dann Lumpy, ein Schlubuck, ein Tuska. Die Reverse ist ein Aprikoko-Hersteller. Nice. Und die Rare ist ein Deoxys. In der Verteidigungsform ist das sogar sein. Ja. Ist okay, kein Holo, aber... Du gieriger, Alter! Ich meine, also, ich bin natürlich zufrieden mit dem, was ich bisher bekommen habe. Wenn jetzt irgendwas Gutes kommen würde, dann... Moment, du bestimmt auch damals so ein Kind, was zu Weihnachten kurz ein Geschenk bekommen hat. Oh, ist ganz okay, war jetzt aber nicht das, was ich wollte. Also, ich will eigentlich noch mehr haben. Nee, ich bin eigentlich jemand, der sich dann doch zufrieden geben kann, aber... nee, aber die Sache ist... Wenn man solche Booster öffnet, will man eigentlich konstant eine gute Karte ziehen, auch wenn man weiß, dass das nicht geht. Aber irgendwie ist die ganze Zeit der Gedanke da, Alter, jetzt wieder eine coole Karte und jetzt wieder eine coole Karte. Aber man kann nicht immer eine coole Karte ziehen, keine Frage. Wir haben hier ein Flamly, dann ein Flurmel. Alter, ich sag doch, dieses Custoso, das taucht die ganze Zeit auf, das sucht nach einer coolen Karte. Vielleicht haben wir hier wieder eine coole Karte. Ein Tuska, Libiscus, ein Gekarbor, das wütende Gekarbor, Reverse Pupanze und die Rare ist ein... Logok GX, und ich habe sogar darüber geredet. So ein Logok wäre echt sick. Der Wert ist davon nicht super krass, aber das Artwork, beziehungsweise einfach diese Pose, ist richtig nice. Also, das ist wirklich einer der schönsten Jax-Karten aus diesem Display, würde ich fast sagen. Gefällt mir richtig. Logok sowieso einer meiner Favoriten unter den Startern. Ist schon sehr cool. Das erste und richtige Feuerkampf-Pokémon. Richtig, und dann kamen die ganzen Fakes hier mit Panferno, was natürlich auch viele lieben und ich mag Panferno auch. Aber dann kommt noch Flambirex und so, also, oder Flambirex. Ach, keine Ahnung. Das war eine unschöne Phase von Game Freak, wo die einfach dieses Feuerkampf gespammt haben. Fand ich ein bisschen schade. Aber mittlerweile haben wir ja sowas wie Fuego. Ist jetzt auch nicht von jedem der Favorit, wobei ich tatsächlich Fuego ganz cool finde. So, ja. Xenia, Alter, hier aus Omega Rubin Alpha Saphir. Dann Mediti, ein Spoink, Fritzelblitz, ein Geweiher, dann Onix. Ich finde dieses Artwork super sick. Das ist halt auch ein Reprint. Und das ist echt hübsch. Dann die Reverse Rare ist ein Desmond. Oder ist es. Nee. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier was falsch gemacht? Nee, die Reverse Rare ist ein Despota. Das heißt, wir haben hier das Holo Despota und das Reverse Rare Despota. Wir haben die mal ein Pärchen gezogen. Also Katagami Holo, Katagami Reverse Rare und so, was weiß ich nicht was. Ja, schon ganz cool. Und hier wieder ein Katagami, ja. Braucht keiner. Aber das Despota, das nehme ich, weil ich das Despota Artwork wirklich super cool finde. So, dann muss ich vielleicht erstmal nachzählen, ob wir hier die richtige Anzahl an Booster noch haben. Also, zwei Stück haben wir noch für diesen Part. Werden wir wieder was Sickes ziehen. Wäre schon nice. Aber wir haben gut gezogen. Also ich kann mich echt über dieses Display bisher nicht beschweren. Also da gibt es, glaube ich, Schlechteres. So die ganz große Karte fehlt vielleicht noch mit Rayquaza, GX, Rainbow. Aber ich glaube, das darf ich gar nicht mehr fordern. Lombrero, ein Flunkiefer. Dann ein Schlubuck. Ah, das Flunkiefer-Artwork. Das finde ich ziemlich nice. Ja, das ist schon eine schöne Sache. Wenn das gut alles Schlubuck, wie gesagt. Ein Samurzel. Tarnheel. Schuppet, Hydropi, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu Reverse, ein Blanas und die Rare ist ein Litherking in Holo. Also heute haben die Holo-Karten echt einen schönen Tag, die wollen in meine Hände kommen, so nach dem Motto. Nee, ist wirklich eine coole Sache, gefällt mir, eine weitere Holo. Nehmen wir doch gerne und jetzt kommen wir zum allerletzten Booster, Muramura. Wird das denn auch so sick sein, dieses Booster? Ich will's nicht heraufbeschwören. Also deswegen, ich werde das jetzt sehr pessimistisch machen, ne? Also erstmal sagen, Alter, das wird ein schlechtes Booster. Und dann kommt das Gute. Das wird nur schlecht sein. Das wird nur schlecht sein, sagst du. Vor allem, wenn man das so sieht. Also normalerweise, du hast, glaube ich, eine Full Art erst. Das heißt... eigentlich brauchst du jetzt keine. Richtig, also eigentlich jetzt eine Full Art zu ziehen, ich habe ja genügend Full Arts, ne? Also, bitte. So, wir haben hier den guten Aprikogo-Hersteller wieder. Donphan, immer noch ein cooles Artwork. Beziehungsweise auch... Die Sache ist, die wurden halt auch schön in Szene gesetzt, die Sugimori-Artworks. Mittlerweile werden die einfach raufgeklatscht auf irgendein Bild und das sieht dann halt nicht so cool aus, aber sowas sieht halt echt nice aus. Das Sichlor auch wieder Reprint ist nice. Tarnheel, Luturzel, ein Samurzel, ein Ineko, Alola Radfratz, Nachahmerin in Reverse und die Rare ist ein Pantyboss GX im Full Art. Haben wir nicht gerade eben davon gerödet? Oder ist das... Ja, möglicherweise. Der hat einfach so viele Packs aufgemacht. Der weiß einfach ganz genau, was in so einem Pack drin ist. Also einfach mal eine weitere Full Art. Pantymos GX. Der gute Pantimo. Haha. Gut. Damit haben wir
wieder ein Display geöffnet und, Display sag ich schon, Booster geöffnet und wieder super sicke Karten. Und wir müssen natürlich auch noch diese Pantymos GX hier einmal komplett zeigen, aber das ist schon ziemlich, ziemlich sick. Ja, nice. Und jetzt nächster Part, Finale mit Rainbow, was sagst du? Ja, ich würde sagen, hier bekommen wir safe eine Rainbow im nächsten... Nee, ich meine, wir bekommen keine Rainbow, also... Ja, man muss immer optimistisch richtig. Sein, ne? Nee, aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden bisher. Ich kann mich, glaube ich, nicht beschweren mit dieser Ausbeute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bewertungen und Kommentare sind sehr gerne gesehen. Bis dann und ciao.